herzlich willkommen bei Wetzel Automobil in Hamburg. Ich habe hier heute wieder mal ein, ich sage es immer, wenn ich einen VW Käfer habe, beliebtester Oldtimer der Deutschen. Ja. Hier steht aber echt was Besonderes. Das, ihr hört echt zu, Leute, die Käfer suchen, unbedingt das Video angucken bis zu Ende, weil was hier steht, ist echt selten und es wurden in dieses Auto, also der Eigentümer hat nahezu 50.000 Euro in das Auto gesteckt. Er verliert wahnsinnig viel Geld, ist ihm aber, er sagt, komm, egal, war jetzt fertig, sollte für meine Tochter sein. Die will aber nicht, die will was Modernes haben. Naja gut, jetzt steht hier ein top restaurierter VW Käfer in Lotusweiß, ein 1300er aus Baujahr 67, also 1904/67 wurde der Wagen zugelassen. Der hat, es ist alles gemacht, Motor, Karosserie, alles ist bildlich belegt, mit Rechnung belegt und so weiter. Der hat 1800 Kubik mit 84 PS. Leistungsdiagramm cool. Ist dabei, zeige ich gleich nochmal. Der macht richtig Spaß. Der fährt, da ist richtig Dampf dahinter. Ja, das ist richtig, also das ist nicht so, sondern da ist Feuer. Gut. 27.800 Kilometer stehen auf dem Tacho. Originalschlüssel sind dabei. Ich habe den Originalfahrzeugschein. Der Wagen hat nachweislich 5 Halter, aber das ist alles belegt. Ich habe hier, ich könnte es auch jetzt gleich zeigen, dann haben wir es gleich hinter uns hier, komm her. Pass auf, erstmal habe ich hier, ach so, ein Zertifikat habe ich auch noch hier, so ein VW-Zertifikat, wie der ausgeliefert wurde damals. Und genau so steht er halt hier auch immer noch. Ja? So, dann haben wir hier Fahrzeugbrief, jetzt guckt euch das mal an. Also hier ist ein Gutachten, ach hier ist der Fahrzeugbrief, guck mal. Dieser Brief wurde ausgetauscht, steht hier ein Stempel drin, gegen den aktuellen Brief. Das heißt, das ist der erste, danach kommt der, das jetzt aktuell ist. Dann haben wir hier ein Wertgutachten stehen. Ach Gott, das ist so viel. Wahnsinn. Ich mache mal der Reihe nach weiter. Ach so, was mir dann, ich habe ja meinen Markus. Ja, Markus, mein Fahrer, der mit der Feuerwehr, der kennt sich wahnsinnig mit Käfer aus. Und der hat sich mit dem Eigentümer von dem hier lange unterhalten, als er uns den Wagen gebracht hat. Und ich habe ihn gestern nochmal angerufen. Ich sage, Markus, was kann ich noch erzählen über dieses Auto? Weil das ist ja schon was Besonderes, aber gibt es irgendwelche Infos, die nur du verstehst und Leute, die sich mit Käfer auskennen? Sagt er, ja, unbedingt, weil er sagt, also unbedingt das Leistungsdiagramm zeigen, brauche ich nicht zeigen, der Wagen hat 84 PS, ja, so. Ich soll es aber zeigen, weil er auch so gut läuft und weil man die Kurve erkennt und so, kann sich derjenige angucken, der ihn dann am Ende haben will. Er sagt mir, unbedingt erzählen, Solex-Vergaser. Und Ingenieur Bernd Richter hat dieses Auto bearbeitet, ja, so. Das ist ein Käferpapst, der, er sagt, den kennen alle, die sich damit auskennen. Kann ich mal, könnt ihr mal kommentieren, ob ihr den wirklich kennt, die Leute, die sich damit auskennen. Und das ist ein Tuner aus den 70er Jahren, also der hat in den 70er Jahren angefangen und das, bis heute macht er da irgendwie immer die dollsten Dinge. Der Wagen hat TÜV bis 1224, Wertgutachten Note 1, unterschreibe ich auch tatsächlich, Wiederbeschaffungswert 34.600 Euro. Guck mal auf den Preis, was da jetzt steht, also das ist schon nicht schlecht. So, Rechnung zusammengezählt hier tatsächlich 42.968 Euro belegt, ja. Restauration belegt mit Fotos und Rechnung, also ich habe hier auch eine Menge Fotos von der Dingsbums. Und dann ganz wichtige Info noch, Markus wieder hat er gesagt, Ingo, du musst unbedingt erzählen, also die Hinterachse ist ein Pendelachsgetriebe, Hinterachse. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber es muss was Besonderes sein. Und vorne hat der Wagen Scheibenbremsen, also die Vorderachse umgebaut auf Scheibenbremsen. Ganz ehrlich, Auto steht hier wie eine Eins und macht echt Spaß zu fahren. Sehe ich hier, das sind alles die Rechnungen übrigens hier, alles nur mal so, also von der ganzen Geschichte. Ja, hier sind noch die Fotos, also auch da kann man sehen, aber bis zur Karosserie weg, alles gemacht, alles, so. Und so weiter. Gut, jetzt packen wir das weg, jetzt gucken wir uns auch an. Boah. Heute nur Hammer-Autos, die wir filmen können. Super. Ja. Fängt schon gut an auf jeden Fall. Fängt gut an, ne? Fängt gut an. Ich glaube, Sonny ist doch so ein Käfer-Fan, oder? Ja, das ist doch immer. Das stimmt. Ja, ich meine, ist alles gemacht, ja? Hier geht, ich weiß gar nicht, ich muss eigentlich nichts. Eigentlich kann man rumgehen und so wie anderen immer die Videos filmen, nichts dazu sagen und einfach nur
Guck mal hier. So. Wow. So muss es aussehen. Also, wenn es toll ist, sieht es so aus, meine ich. Geil. Sieht echt oder? Geil aus, ja. Sieht richtig gut aus. Und läuft auch so. Ne? Also, ich bin eben hier zweimal um Block gefahren, weil ich ihn aus der anderen Halle hier rüber geholt habe. Und auch heute Morgen kalt, einmal wumm, sofort angesprungen. Also, ist ja auch immer so. Die Leute denken immer, ja, kalt, der Motor. Wenn ich Autos kaufe, sind die Motoren immer warm gelaufen, wenn ich ankomme. Bei mir ist es nicht so, wenn hier einer kommt und soll ein Auto haben, ich lasse sie immer kalt und dann mache ich sie an und dann gucken wir, ob es funktioniert. Aber was man immer außer Acht lässt, es gibt auch viele Autos, die springen nicht an, wenn sie warm sind, weil sich kleine Sauerstoffbläschen im Benzin bilden, die gehen in den Vergaser und dann zack und dann springt der nicht an. Und also ne, auch das muss man immer testen, wenn man Autos kauft. Ich meine, es ist alles an dem Auto tipptopp. Die süßen Spiegel, guck mal, wie süß, ne? Habe ich schon gefilmt gerade, ja. Mega. Echt süß. Ich mach mal die Haube auf einmal. Achso, das geht bei dem anders hier. So. Oder? Super. Kann man doch nicht meckern, oder? Also. Wenn Käfer, dann sowas, oder? Mhm. Wir gucken mal rein. Innen natürlich auch, passt natürlich zu dem Farbton außen. So ein schönes dunkles Rot hier. Wie neu, ja? Also ist ja auch alles neu. Ist halt alles gerade fertig und jetzt gibt der ihn weg. Und was ich ganz cool finde, halt mal hier drauf gucken. Was? Na hier, guck mal, was da steht. Ging fast. Kleiner Spaß am Rande. Ja, solche Autos sieht man auf meinem YouTube-Kanal. Wer also Lust hat, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren, wir freuen uns immer, wenn wir da neue Follower haben und versuchen das immer so unterhaltsam, wie es geht, zu gestalten hier. Aber manchmal ist es halt auch, ich habe auch mal schlechte Laune und bin nicht gut drauf, weißt du. Aber meistens habe ich Spaß daran. So, jetzt klingelt mein Telefon schon wieder, da muss ich mal kurz rangehen, dann machen wir hier gleich weiter. Es hätte mein erstes Auto sein können damals. So ein Käfer. In Himmelblau, weiß ich noch, hellblau. Ganz cool, von meinem Opa damals. Ich wollte ihn aber nicht haben, ich wollte keinen Käfer fahren. Ich wollte unbedingt Opel Kadett. Heute finde ich Opel Käfer viel geiler, ehrlich gesagt. Also, ich glaube, man muss hier nicht mehr viel erzählen. Ne? Das sieht innen so aus wie außen. Motorraum haben wir gesehen, Kofferraum haben wir gesehen. Von Fett. Vorne bis hinten. Hm? Fett. Fette Karre, oder? Ja, echt richtig. Also cool. Wer Lust auf Käfer hat, findet nichts Besseres auf dem Markt, sage ich. Und dann noch mit Dampf, das ist halt auch schön. Ja? Zeige ich jetzt mal, ich gebe mal ein bisschen Gas gleich da draußen auf unserer Tour hier, auf unserer kurzen Ein- und Ausfahrttour. Da bin ich übrigens echt froh, dass ich das habe. Ne? Ich meine, viele Autohändler haben überhaupt gar keinen Platz, sowas zu machen. Mhm, und ich habe hier, ey, ich kann hier immer im Kreis fahren, wenn ich das mal hier, irgendwann teere ich das mal und mache eine Rennstrecke draus, weißt du so. Und dann mit so einem Zielbogen hier, so einem Dunlop-Zielbogen oder so, weißt du. Oder Pirelli oder Fulda oder was auch immer. Ne? Also, hier kommen wir fahren und viel Spaß beim Zugucken, wenn wir da jetzt eine Runde drehen. Das macht richtig Bock, echt. Das macht richtig Bock. Und nochmal vielleicht kurz zum Eigentümer. Der Eigentümer hat eine Sammlung unfassbar toller Autos, die wirklich sehr wertvoll sind. Und hat halt nur Top-Fahrzeuge bei sich in der Sammlung stehen. Und aber eben halt auch einen VW Käfer, den er eigentlich seiner Tochter schenken wollte. Aber die will was Modernes haben. Insofern
kann sich jetzt jemand dieses Auto hier schnappen. Und geil hier, ne? Das kenne ich noch von früher, diese Lederbezüge von den Lenkrädern mit dem Seil da, mit dem Band da drum. Mega. Also ganz tolles Auto. Ich freue mich auf einen Besuch und auf eine Besichtigung von dem Auto. Und dann sehen wir uns hier bei mir in der Halle. Und wenn man mal vorbeikommt, einfach mal reinschauen. Macht immer Spaß. Wir haben hier viele schöne Autos stehen. Auch immer welche, die noch nicht im Netz sind. Und so machen wir es. Und jetzt schicke ich mal schöne Grüße nach Nürnberg. Habe ich Nürnberg schon gegrüßt? Bestimmt, ne? Aber da gibt es auch Leute, die weiß ich, die gucken unsere Videos. Dankeschön und einen schönen Sommer. Wetzel Automobile in Hamburg. Tschüss.